Wir sind heute hier am Abschlusstag der DAB Grundschulaktion in der Grundschule Guxhagen. Wir haben 4 Tage lang alle Schüler aller Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit dem Handballsport in Verbindung gebracht und haben den Hannibal-Pass durchgeführt mit den Kindern. Die Aktion war wie im Vorjahr eigentlich auch ein ganz großer Erfolg. Im Vorjahr hatten wir direkt im Anschluss an die DAB Grundschulaktion einen riesigen Zulauf in unseren Kindergruppen und konnten ganz, ganz viele Kinder für den Handballsport begeistern. Und wir haben eigentlich die Hoffnung, dass es in diesem Jahr genauso sein wird. Wir haben in den einzelnen Klassen ganz, ganz viele tolle, talentierte Kinder entdecken können, die wir hoffentlich dann auch in unseren Kindergruppen in den nächsten Wochen begrüßen können. Aber wir haben auch Kinder gehabt, die eigentlich noch gar nicht mit dem Sport irgendwie in Verbindung gestanden haben und trotzdem bereits ganz, ganz tolle Leistungen gebracht haben. Und auch die haben sich unheimlich begeistert gezeigt und wollen ganz gerne in unseren Jugendgruppen in den nächsten Wochen vorbeischauen. Ich bin Anton. Ich habe so Hütchen abgeworfen und ich habe aber auch eine 8 geprellt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und eigentlich hat mir alles gut gefallen. Ich spiele ja selber Handball und deswegen macht eigentlich alles Spaß. Ich kann jetzt nicht sagen, was am besten war. Mir hat besonders Spaß gemacht, das mit den Hütchen abzuwerfen. Ich heiße Melina, bin 7 Jahre alt und mir hat am meisten das Tippen Spaß gemacht. Ich bin die Hanna, ich bin 6 Jahre alt und am besten fand ich einfach alles. Das ist die 2. Runde, die wir jetzt hier durchführen. Und der besondere Dank geht auf jeden Fall nochmal an den ortsansässigen Verein. Denn ohne den hätten wir das gar nicht stemmen können. Die haben sich eine Woche Urlaub genommen, um mit den Kindern zu trainieren. Und das war schon wirklich super. Und durch die Vereine können wir auch diese Tage durchführen. Alleine hätten wir es gar nicht geschafft. Um Kinder zu begeistern für Sport, muss man möglichst früh anfangen, den Kindern zu zeigen, wie toll die Sportart ist, aber auch wie anspruchsvoll das ist. Und dafür ist der Handballaktionstag genau das richtige Instrument. Und darum freue ich mich so riesig darüber, dass wir den erstens hier so erfolgreich durchziehen konnten und zum anderen, dass so viele Kinder auch so viel Spaß hatten, das Feedback bisher wirklich phänomenal war und die Kinder hoffentlich danach Handball oder eine andere Sportart betreiben, aber auf jeden Fall aktiv bleiben. 1, 2, 3. Super, sehr gut.